Es geht um die neue Image-Kampagne Wolfenbüttel endlich zu Hause. Was finden Sie an Wolfenbüttel toll und warum sind Sie hier gern zu Hause? Die Fachwerkhäuser. Man fühlt sich relativ sicher hier in Wolfenbüttel, wenn ich dann mal in die Großstadt komme. Das kommt aber nicht ins Fernsehen, ne? Unsere Geschäftswelt geht hier auf der Langenherzer Straße ja so langsam im Berg runter. Merken Sie gerade, Sie meckern gerade. Ja. Gerade sind Sie negativ. Wir wollen ja wissen, was Sie toll finden an Wolfenbüttel. Achso, das habe ich nicht gehört. Die City-Hostess von Wolfenbüttel mit der neuen Image-Kampagne. Wie finden Sie die denn? Männlich, aber nicht fanatisch. Aber es hat was, ja? Es ist was Besonderes, muss ich sagen. Als Nicht-Wolfenbüttlerin bin ich ganz angetan. Ja, so einen Mann habe ich noch nicht gesehen. Ja, aus Wolfenbüttel, geboren allerdings in Kiel und ich vermisse das Meer schon. Aber die Fachwerkstatt, das ist wirklich schön. Das ist unser Zuhause. Das ist Cindy mit der neuen Werbekampagne Wolfenbüttels, endlich zu Hause. Cindy aus Wolfenbüttel ist das, ja? Ja. Alles schön in Wolfenbüttel. Alles. Überhaupt dieser Wochenmarkt heute Vormittag. Und Sie natürlich, Sie beide hier stehen. Oh, Sie glühen ja richtig mit uns. So, entschuldigen Sie. Also wir nehmen Sie mal kurz in den Arm und wir sagen, ja. Wolfenbüttel, endlich zu Hause. Ja. Also ich finde die Altstadt ganz schön, mich mehr zugezogen. Wir sind bei kommen aus Hannover ursprünglich und wir studieren jetzt hier und ja, also eigentlich auch der Markt und ja, das Kleine drumherum ist ganz nett. Wunderbar, wie ist es bei dir? Naja, also wir haben halt einmal einen Hund. Für uns ist es halt immer ganz schön, dass wir halt relativ viele Grünanlagen hier in der Nähe haben. Und auch so das Sportangebot ist ganz nett. Also gerade der MTV und ja, ist eigentlich eine ganz, ganz nette Stadt. Ist halt schade, dass abends immer ein bisschen früh dunkel, dass hier halt wenig los ist abends. Aber ich sag mal, mit dem neuen Laden hier, mit dem Fanclub ist das halt alles auch besser geworden. Also ist an sich ganz schön, ja. Alles, also das Gebäude, die Leute sind so nett. Also mein Deutsch ist nicht so gut und die Leute hat Geduld zu mir hören und es ist so schön, also alles, alles. Es ist ein schönes Dorf, also das Gebäude ist super schön, super. Everything, everything, alles. Wolfenbüttel ist eine ganz entzückende Fachwerkstatt, die alt ist und ganz besonders nette Einwohner hat. Das gefällt mir gut an Wolfenbüttel. Ich finde diese schöne Altstadt, finde ich so wunderschön. Also die krumme Straße, der Marktplatz, ist ein Traum. Und die Menschen. Ach ja. Wolfenbüttel, endlich zu Hause. Schauen Sie mal, meine Reizenassistentin Cindy zeigt Ihnen mal dieses schöne Plakat. Und wir erfragen, was gefällt Ihnen in Wolfenbüttel? Die Atmosphäre. Ich mag diese Altstadt mit den vielen Fachwerk, Häusern und so weiter. Ja. Freundliche Menschen, man kennt sich von früher. Man trifft auch mal jemanden, wenn man in die Stadt geht. Das ist so. Dass hier meine Freunde wohnen und dass alle ziemlich nett sind. Wir ziehen nächste Woche weg und sind ganz glücklich, dass wir in die Großstadt können. Das schneiden wir raus. Oh, eigentlich gefällt mir das hier sehr gut. Jeder kennt jeden. Wolfenbüttel ist einfach liebenswert, weil Wolfenbüttel alt und jung zugleich ist. Wolfenbüttel ist einfach schön. Ja, einfach, so wie der Mann schon sagte, alt. So alt. Das finde ich daran schön. Wir wollen nur wissen, ob es Ihnen in Wolfenbüttel gefällt. Ja, wir wohnen schon lange hier, danke. Gar nichts. Was gefällt Ihnen an Wolfenbüttel? Alles. Alles. Wolfenbüttel ist einfach, da sind wir zu Hause. Die schönen Blumenanlagen. Und die Grünflächen. Also dafür, dass ich zum ersten Mal da bin, die doch sehr familiäre Innenstadt. Ja? Sonnabends, morgens ins Städtchen gehen. Und wir kommen aus Salzgitter. Nun ja, die Innenstadt, ne? Schön zu begutachten. Die vielen Läden, die vielen Leute, alles gut. Drei von dass er denn nicht heiraten will. Das war's aus der Wolfenbüttler Innenstadt. Zurück an die angeschlossenen Anstalten.